Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit der Lorraine 40T. Eingesandt von Hammerboy. Hammerboy, ganz herzlichen Dank für das Material. Und die Lorraine 40T ist so ein Panzer. Ich feiere ihn irgendwie, aber auf der anderen Seite habe ich auch echt Probleme damit, weil, keine Ahnung, ich schaffe es jedes Mal in den 10er Matchmaking zu kommen. Und in dem 8er Matchmaking oder als Top-Tier ist das Ding einfach nur göttlich und ein absoluter Traum. Aber in dem 10er Matchmaking, wenn dann irgendjemand meint, mit einer dicken Kanone drauf zu ballern, es geht halt überall der Schuss durch. Überall. Also es gibt so nichts, wo er einfach mal abprallt. Und das ist halt das Problem, was ich so bei der Lorraine habe. Aber ja, es gibt halt einfach so ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Dann schau mal, was er damit macht. Auf jeden Fall, weil ich es zeige, kann es zumindest mal ganz schlechtes Replay werden. Er fährt jetzt hier in die Mitte. Da kommt schon der gegnerische 1390. Und noch eine gegnerische Lorraine. Die aber nicht reindrückt, sondern nur der AMX. Und da wird er den wahrscheinlich rammen. Ja, genau. Schön 446 Gramm Schaden. Und dafür nur 105 bekommen. Das ist ein Trade. Den kann man aber sowas von machen. Und mit einem einzigen Schuss, so gesehen, hat er 777 Schaden gemacht. Das wäre OP für den Panzer. Man muss aufpassen, er ist jetzt offen. Wie gesagt, wenn jemand drauf schießt, er kommt eigentlich überall durch. Und ein Sneaky-Panzer ist es ebenfalls nicht. Also man geht schon verdammt schnell damit auf. So, da hat er nochmal einen landen können, aber eben nur einen. Und jetzt muss er aufpassen, von unten droht Ungemach in Form des KV-5. Der wollte ihn da schon den ersten verpassen, ist aber direkt noch weggekommen. Also von dem her alles gut, aber der Reload, der braucht noch ein Weilchen. So, und das weiß er ja auch. Und deswegen versucht er sich da jetzt einfach erstmal hinter dem Stein zu verstecken. Solange er wehrlos ist, muss er irgendwie sowas machen. So, der KV wird jetzt von allen Seiten beschossen. Und jetzt ist er den endlich mal sozusagen los. Ja, und da, das war viel zu teuer, was der KV-5 da gemacht hat. Da hochzufahren, nur um eine Lorraine zu beschießen, hat man gut gesehen, viel zu greedy und dementsprechend der verdiente Kill oder die verdiente Zerstörung aus Sicht des KV-5. So, T-54, der steht da schön am Stein, der macht es clever, da kommt er so nicht drauf, das merkt er auch und sagt dann, okay, dann lassen wir das mal erstmal und ich suche mir ein anderes Ziel. Aber er probiert es weiter, oh, nicht schlecht. Der saß. Und wenigstens einer bisher von den dreien. Ja. Einer von vieren. Keine gute Ausbeute, aber besser als nix. So, und jetzt will er da vielleicht mal Richtung Hügel schauen. Aber der T-54E1 ist nicht zu beschießen. Kommt aber gerade so ein bisschen runter. Vielleicht schafft er es jetzt gleich nochmal. Ja, jetzt ist er ein bisschen weiter vor. Aber klar, nach dem ersten Hit zieht er sich sofort zurück. Aber er ist noch seitlich auf dem Turm beschießbar. So, jetzt ist er aber zu weit. Jetzt kommt er nicht mehr drauf. Jetzt Lorraine. Ah, sehr schön. Das hat er jetzt gut gemacht. Auch gut den Spot bekommen. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt ist er dann nämlich sehr frei von der Seite. Aber er zieht sich sofort zurück. Denn klar, er ist im Reload. Da ist er einfach keine Hilfe weder für sich, sein Team noch sonst irgendwen. So, jetzt hier auf den T-32. Der geht leider zu. Deswegen entscheidet er sich da auf den Type 4 zu gehen. Oh, den zündet er auch an. Sehr schön. So, aber jetzt winkelt er an. Dementsprechend kommt er nicht mehr durch. Also, mal schauen, ob er die letzte Granate noch irgendwo unterbringt. Oder ob er sagt, ja, ich gehe jetzt lieber mein Reload. Auf den Ruh schafft er schon mal nicht. Aber der IS-6, das ist noch ein Ziel. Aber der ging leider nicht durch.
So, auch jetzt wieder einfach die Wartezeit überbrücken. Da kann man auch, was weiß ich, Sudoku spielen oder noch einen Kaffee sich ziehen. Aber wenn er eben jetzt wieder alle Granaten hat, dann wird er einfach wieder gefährlich. So, und jetzt hat er hier den Löwen. Da wollte er erst unten drauf schießen, hat er dann gesehen, aber der Turm steht besser. Hat dann nochmal auf den Turm gebolzt. Und jetzt hat er ihn dann weggemacht. Eine Granate hat er noch, aber der Ru wieder vom Hill, der ihn dann nervt. Und der T-54E1 wollte da wohl auch eventuell noch einen Schuss rausbekommen. Hat man gut gesehen, dass er ein bisschen vorgefahren ist. War dann aber Gott sei Dank langsam genug, dass das nicht passiert ist. So, jetzt den T28, Auto-Aim rein. Ne, er hält doch nochmal zurück. Aber der Ru schon wieder. Und jetzt der AMX, jetzt kommt er da definitiv in Bedrängnis. Also er zieht sich jetzt zurück, muss aber jetzt aufpassen. Ja, einen durfte er noch vertragen, aber jetzt ist er so, dass der Nächste ihn zerstören würde. War noch schnell genug im Rückwärtsgang, dass er Gott sei Dank hier noch aus dem Schlimmsten sich raushalten konnte. So, mal schauen, ob er jetzt mal wieder ein bisschen ballern darf, ohne dass ihn der Ru zerstört. Denn jetzt ist der Ru endlich weg. Das war jetzt auch mal nötig. Der ging ja doch schon gehörig auf den Geist, muss man sagen. So, den Type Auto-M drin. Zack, erster sitzt. Zweiter sitzt. Oh, der zündet ihn auch wieder an. Und da macht den weg. Sehr schön gemacht. Und jetzt noch den AMX. Ein Granätchen hat er noch und auch das kommt ins Ziel. Und jetzt kann er da einfach nichts mehr machen. Und der wird sogar noch rausgenommen. Das war das Letzte, was der AMX noch, seine letzte Tat. Aber scheißegal, denn die Runde war Sahne. 6.163 Schaden gemacht, 1.465 unterstützt und 1.646 Basis-XP eingefahren. Ja, schöne Credits, schönes Einkommen. Wie gesagt, und beim nächsten Mal bauen wir noch ein paar mehr Kills mit rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.